Hi meine Lieben, schön, dass ihr wieder in mein neues Video geklickt habt. Ja, wie ihr seht, sind wir wieder in unserem Wohnzimmer heute. Denn heute probieren wir die zweite Runde Hochzeitsgastkleider an. Ich hoffe, ihr habt Lust drauf. Los geht's. Dieses Kleid würde die Braut lieben. Und zwar alleine schon wegen der Farbe. Clarimaus, ich weiß, du fühlst mich in diesem Thema. Es ist dennoch eher so die Variante Mecklenburger Leberwurst. Ich finde es aber super schön. Ich zeige es euch einmal. Und bitte bedenkt, ich habe keine Shapewear an, ja? Das war auch beim letzten Mal das Thema. Ich habe aber eine ganz normale Unterwäsche an und dementsprechend sieht man natürlich auch Sachen, wo man mit Shapewear keine Sachen sehen würde. Los geht's. So, das ist diese heiße Nummer. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich finde, es ist ein wunderschönes Kleid für Leute, die nicht meinen Babybauchrest haben. Es ist ein wunderschönes Kleid, super vorteilhafte Länge. Ich liebe dieses knapp übers Knie gehende, aber ich finde, von vorne geht es auch noch. Wie gesagt, mit Shapewear würde ich es auch hier nicht so schlimm finden. Jetzt zeichnet sich mein Tanga natürlich ein bisschen ab. Aber das Problem ist halt das Profil. Ich zeige es euch, ich bin da auch ehrlich. Ich habe halt noch mein Babybauch hier am Start. Und dementsprechend würde ich mich damit nicht wohlfühlen, jetzt bei so einer Veranstaltung. Nichtsdestotrotz finde ich es okay, ein wunderschönes Kleid. Was ihr, glaube ich, nicht sehen könnt, sind die kleinen Glitzersteine, die ihr hier am Kleid habt, die wirklich richtig, richtig süß und cool sind. Und ich finde auch den Print mega. Wie gesagt, wäre ich mit meiner Körperstraffheitsgeschichte schon weiter, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, aber jetzt fühle ich mich noch nicht gut genug, um das ausführen zu können. Nächste Nummer und absolute Liebe, dieses Teil hier. I love it! So ein schönes Muster, so ein schöner, weich fließender Stoff. Tolle Länge, relativ Figur und schmeichelnd. Auch da würde ich Shapewear drunter anziehen, muss ich euch sagen. Diese Arme kann man hochraffen, hier sind so Knöpfchen. Finde ich aber so tatsächlich ganz schön. Man könnte ein bisschen freizügiger gehen oder ein bisschen weiter hochgeknöpft mit Gürtelchen. Ich muss sagen, ich liebe ja auch blau. Ich mag persönlich auch blau an mir. Ja, was ich auch schön finde, sind die goldenen Knöpfe. Mega nett. Und ich finde auch, dass es nicht zu sehr aufträgt. So, ich habe die Ärmel jetzt nochmal hochgemacht, damit ihr seht, was ich meine mit, man kann die Ärmel hochmachen. Ja. So sieht das Ganze aus. Freunde, ich kann sagen, diesmal wird es ein kurzes Video, weil ich musste jetzt schon ungelogen 1, 2, 3, 4 Kleider aussortieren, weil damit hätte ich mich nicht vor die Kamera gestellt, Leute. Dieses hier, aus irgendeinem Grund, ist mir gleich Enigma in den Kopf gekommen, weil es mehr aussieht wie ein Gewand. Ja, das ist ein Kleid, Freunde, das geht gar nicht. Erstmal sitzt das hier, also das ist ein Neckholder, offensichtlich. Eigentlich ist das mehr ein Halsabschnürer. Die Farbe ist auch super schön, das ist so ein richtig schönes Maigrün, gemustert, so ein Paisley-Muster. Aber, und ich habe Pumps an, ne? Also hier brauche ich keine Angst zu haben, dass man irgendwas sieht an Speckrolle. Aber ich wische auch original den Boden mit dem Kleid, ne? Also ich bin ein maigrüner Paisley-Sack. Ich gebe zu, bei diesem Kleid habe ich das Thema Sommerhochzeit ein bisschen zu ernst genommen. Wir sehen hier eine neon-orangene Nummer mit richtig tollem Print. Sitzt auch prinzipiell süß. Ich zeige es euch. Aber ich muss sagen, bei dieser Bestellung hier, und ich habe nicht bewusst aus der Toll Serie bestellt. Glaube ich, habe ich versehentlich aus der Toll-Serie bestellt. Oder ich habe Alice im Wunderlands Schrumpfsaft getrunken, weil diese Kleider sind übermaßen lang. Also gut, ich kann es kürzen lassen, ist jetzt nicht das Ding. Ist wieder Neckholder. Ich wollte es auf jeden Fall mal ausprobieren, um zu gucken, wie mir das Ganze gefällt. Ist quasi so ein bisschen Empire. Also ihr habt so etwas oberhalb der Teil hier diese Raffung, was ich auch sehr schön finde. Wäre halt so eine Veranstaltung mit diesen Silikon-Klebe-BHs, über die wir viel diskutiert haben in den Kommentaren. Ich werde das Thema für uns aufgreifen,
Was ich ganz cool finde, ist halt hier dieser seitliche Einblick. Ich finde, das ist ganz, ganz süß und ganz sexy und verspielt. Man muss aber schon sehr mit sich und seinen Brüsten im Reinen sein, um das durchzuziehen, Leute. Das Muster als solches finde ich sehr schön. Es ist für eine Sommerhochzeit super geeignet. Aber ich glaube, im Endeffekt fühle ich mich nicht so sicher und so wohl, dass ich entspannt feiern könnte mit diesem Kleid. Achso, was ich aber noch kurz zeigen wollte, ist der Rücken. Das kommt hier in so einem Keil quasi unten an. Ist also, wenn dann nur mit einem BH tragbar, Bandeau quasi mit durchsichtigen Schließungen, ne? Aber es ist generell sehr, sehr süß und sommerlich. So, bei diesem Kleid fühle ich mich ein bisschen wie Arwen von Der Herr der Ringe, weil das so ein Elfengedöns ist. Ich muss gleich zu Anfang sagen, diese Träger, die sind für meinen kurzen Oberkörper ein bisschen zu lang. Also die müssten rein theoretisch ein bisschen kürzer. Ich ziehe das jetzt mal ein Stückchen nach hinten. Und wir haben hier wieder so eine Fokuhila-Veranstaltung, Leute. Das ist ein bisschen frühlingshafter. Das Grün ist mehr so ein bisschen ja, Lindgrün im Gegensatz zu dem anderen. Das war mehr so Khaki. Ja, das ist ein Kleid. Das andere ist definitiv mehr für mich gemacht. Habt ihr alle geschrieben. Ich danke euch dafür. Dieses hier besticht halt durch diese Leichtigkeit, die es hat. Aber es ist halt so dieses hier oben, was halt einfach, es ist einfach zu viel Stoff für mich. Und ich hätte halt immer das Gefühl, ich müsste zippel, 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 zuppel. Wisst ihr, wie ich meine? Irgendwie hatte ich bei dieser Bestellung das inbrünstige Bedürfnis, auch Neckholder zu bestellen, habe ich das Gefühl. Ja, was soll ich sagen? Neopren und ich werden einfach nicht besser. Es wird nicht besser. Das Kleid ist ebenfalls ein BH-los angezogenes Kleid. Süßes Muster. Wie gesagt, ich mag blau, aber Neopren, es ist unglaublich bequem, das kann ich sagen. Aber bei Menschen wie mir mit Tendenz zum Brauereipferd ist es einfach nicht das Richtige. Das ist mir auch bei der Bearbeitung dann bei dem ersten Video schon aufgefallen. Es ist einfach eher so, dass es bei mir hier extrem betont und dementsprechend ist auch das hier nix. Ich wollte es euch aber auf jeden Fall zeigen. Falls ihr ein Neoprenkleid sucht und ihr seid an Popo und Hüfte einfach eher vielleicht etwas schlanker, es ist vielleicht ein Spaß für euch. So, schönes Muster. Ich fange mit dem Positiven an. Schönes Muster, bis dato, alles fein. Als allererstes, wir sehen hier Tüll. Ich komme ein bisschen vor wie eine kleine Ballerina. Wir haben hier den Schnitt, der für mich gar nicht geht. Dieses nach unten gekeilte hatten wir schon bei einem der Neoprenkleider. Finde ich nicht so schön. Und da muss ich sagen, das Unterkleid und ich sind gerade auf völlig verschiedenen Veranstaltungen. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt. Ich musste so zuppeln, um das einigermaßen so hinzulegen. Es passt, aber es ist also alles andere als schmeichelhaft. Also, Ausschnitt 1 mit Stern bei diesem Kleid. Gefällt mir äußerst, äußerst gut. Ja, was soll ich sagen zu diesem Kleid? Es ist so ein bisschen... Ich zeig's euch. Es ist für mich eher ein Bühnen- oder Silvester-Outfit. Aber wenn man mehr glitzert und glimmert als die Braut... Nee. Nee, es ist so, dass ich, nein. Aber dieses Kleid hat definitiv den Ausschnitt-Contest gewonnen. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was euer Favorit war. Ich freue mich wieder unglaublich von euch zu lesen und zu hören. Und ich drücke euch, schicke euch ganz, ganz viel Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.